Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, und wie ihr seht, bin ich hier gerade komplett in einer anderen Einstellung. Und zwar bin ich im Selfie-Menü gelandet, indem ich... Achso, Moment. Hinhocken kann ich auch. Das kann ich auch ausblenden, okay. Aber es ist immer dieses Bild in der Mitte. Ich glaube, es ist nur dieses Bild in der Mitte. Es ist nicht das drumherum, wenn ich das richtig sehe. Ich muss mir die Bilder mal angucken. Ich bin im Selfie-Menü drin. Kamera ändern. Ah, und da kann man dann auch die kompletten nehmen. Man kann Posen nehmen. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Die speichern wir jetzt noch, aber dann hören wir auch auf. Und zwar habe ich mal auf Tab gedrückt und da habe ich diese Kamera gesehen. Und das ist dann unser Selfie-Menü. Außerdem habe ich, wie ihr hier schon sehen könnt, war ich fleißig, zumindest hier in der näheren Umgebung. Den ganzen anderen Rest habe ich noch nicht gemacht, weil dann ging mir die Ausdauer aus. Dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich euch natürlich gerne zeigen möchte. Und zwar hier oben habe ich was gefunden, da kann ich was untersuchen für 7000 von diesen Sternchen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele von diesen Sternchen ich habe. Aber, doch, Moment, 100 habe ich. Was ich aber mitbekommen habe, ich kriege diese Sternchen, indem ich ganz viele Sachen mache. Ernte Äpfel zum Beispiel, da kann ich jetzt einsammeln und da habe ich jetzt 50 allerdings dazu bekommen, obwohl da jetzt gerade 100 stand oder stand da 50, ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht so sicher. Also da kann man auf jeden Fall Sachen einfordern, das ist so ein bisschen ähnlich wie Song of the Evertree, das haben wir ja gemacht. Dann gibt es hier was mit Freundschaft, oh, mache Bilder, 5 von 1, okay, und dann 5 von 10, also ich müsste jetzt nochmal... Das ist natürlich cool. Ich müsste jetzt nochmal 5 Bilder machen, damit ich dann da was hinkriege. Das sind dann so Sachen, die ich dann offline nochmal machen werde. Ich meine, Bilder, ihr wisst jetzt, wie es geht. Da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit Bilder schießen, wenn ihr dabei seid. Bringe Geschenke. Was heißt das? Kann man hier... Ne, anklicken kann man es leider nicht, ne? Bringe Geschenke. Also ich habe dem Eichhörnchen schon Geschenke gemacht, aber damit hat es anscheinend nichts zu tun. Schließe Freundschaften, wird dann wohl im Laufe der Zeit kommen. Erreiche mit einem Freund ein bestimmtes Level... Und so weiter und so fort. Dorf. Repariere Häuser. Habe ich nicht gemacht. Es sei denn, die meinen jetzt mein Haus. Aber da habe ich jetzt nichts repariert. Deswegen Gartenarbeit. Ernte unterschiedliches Gemüse. 1 von 5. Ja gut, wir haben jetzt noch keine anderen Sachen. Baue Gemüse an. 3 von 25. Gieße vertrocknetes Gemüse. Ernte. Das sind natürlich so Sachen, die dann alle im Laufe der Zeit kommen. Sammlung ist mir aufgefallen. Da werden wohl die Sachen angezeigt, die ich tatsächlich eingesammelt habe. Also die verschiedenen Blumenarten kann man anscheinend finden. Weichholz, dann werde ich, denke ich mal, weil bei dem Holz habe ich was gelernt. Da habe ich ja irgendwie einen Entwurf oder sowas bekommen in der letzten Folge. Und ich vermute, wenn ich jetzt trockenes Holz einsammle, dass ich da vielleicht wieder einen Entwurf finden werde. Ich bin mir aber nicht sicher. Zutaten, na gut, da haben wir jetzt nur die Karotten, ne? Ah nee, Himbeeren haben wir auch schon. Oregano, ja gut, das ist ein Gewürz, aber ist natürlich auch eine Zutat. Die haben wir dann alle schon gefunden. Ja, und Aufgaben, da war ich jetzt, glaube ich, in der letzten Folge noch nicht drin. Da kann man sich dann nochmal angucken, wo man die Sachen findet. Das heißt, der Hauptplatz wird, denke ich mal, bei mir sein, weil da haben wir ja auch die Gießkanne gefunden. Das heißt, wir müssen noch die Schaufel und die Spitzhacke bei mir in der Nähe finden. Und die Angelrute ist auf der Wiese. Das heißt, die Sachen, ach so, genau, die Sachen werde ich gleich mal machen. Und wenn ich auf M drücke, sehe ich nämlich hier, dass wir hier zur sonnigen Ebene kommen. Das heißt, dass diese Sachen mit dem Untersuchen, da muss man sich dann drum kümmern, die Sachen freizuschalten. Ernten? Ah, okay. Dass man da dann die neuen Bereiche freischalten kann, das finde ich auch ziemlich cool. Das wollte ich mit euch zusammen öffnen, hier die Kiste. Ich weiß nicht, ob das, ach, da ist nicht viel drin. Obwohl, ja, doch, 256 ist schon eine Menge. Ich weiß nicht, ob die Sachen unterschiedlich sind oder... Ach, da geht's auch nochmal runter. Oh, okay. Da ist nochmal eine Kiste. Also ich denke mal, dass ich jetzt nicht alle Kisten mit euch zusammen öffnen werde. Oder ich werde es schon machen. Hier habe ich nämlich auch schon mal alles frei geöffnet, freigeräumt. Ich habe die Kiste extra übrig gelassen. Hier ist...
Scheinbar Kleidung. Nee, Möbelbeutel. Oh. Ein Sofa. Ja, sehr cool. Nicht besonders hübsch, aber sehr cool. Okay, ausprobieren. Ja, das machen wir später auch. Ich habe übrigens Dagobert schon gefunden. Ach so, genau, da hinten. Da leuchtet was. Merlin. Felsen- und Mineralienspitzhacke. Abbau und Beseitigung. Achso, mit Space dann. Die Spitzhacke ist auf 5. Kann ich aber auch über Tab auswählen. Ja, cool. Jetzt muss ich mal eben schauen. Kann ich trotzdem ernten? Ja, das kann ich nebenbei machen, wenn ich gerade schon mal hier bin. Sieht ja auch schon ziemlich cool aus hier mit der Spitzhacke. So, das machen wir mal kurz frei, damit wir hier einen Weg zur Truhe haben. Die nehmen wir mit. Ah, sehr cool. Das öffnen wir nämlich auch mal kurz. Gelbe Mickey-Schuhe. Ach du Schande, okay. Gelbe Schuhe sind okay, aber gelbe Mickey-Schuhe. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt haben will. Hier die... die haben wir, glaube ich, alle, ne? Ja, die haben wir alle. Was ist das? Lesen. Wald der Tapferkeit in diese Richtung. Okay. Was ist das hier? Das ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich was mit Dagobert zu tun, nehme ich mal an. Hier haben wir noch was, was wir ernten können. Sehr schön. Das sind alles Sachen, die wir kennen. Ich muss mir hier mal kurz ein kleines Stück vom Weg freimachen. Moment. Ah, ha, ich habe die Schaufel. Die Schaufel. Sehr schön. Die Schaufel kann auch mit 3 aufgerufen werden. Grabe Löcher in den Boden und entferne Hindernisse. Ach so. Sowas hier. Ach so, rechts ist Graben. Oh. Ich glaube, ich mache hier gerade alles kaputt. Ach, hier ist... Da steht Samenpflanzen. Ich wollte aber doch eigentlich das hier. Das da. Was ist denn da? Da muss ich jetzt graben, oder? Das ist doch, um das zu zeigen, denke ich mal. Aber wieso muss das hier unbedingt mitten im Weg sein? Ach so, da heißt das... Ach, heißt das wahrscheinlich nur, dass da was drin ist, oder? So verstehe ich das jetzt gerade. Da hinten wollte ich eigentlich, bevor ich jetzt die Schaufel gefunden hatte, wollte ich eigentlich mal gucken. Aber die kann man anscheinend nicht kaputt machen. Stand doch gerade eh, aber das war, glaube ich, nur hierfür, ne? Kann man den... Nee, das ist die Gießkanne. Wie war das jetzt? Die Spitzhacke ist 5. Moment, das könnte ich aber theoretisch machen. Steine zerbrechen. Oh, da reicht ein Schlag. Das ist cool. Also das hier kann man offenbar nicht... Ah! Ja, dann habe ich wahrscheinlich recht, wenn ich sage, dass man immer was Neues lernt, wenn man so ein neues Material findet. Das war mit 3. Hallo? Ja, mach es doch einfach. Ah, ja, das ist zum Ausgraben tatsächlich. Ja, cool. Ist natürlich auch ein bisschen holprig hier mit der Steuerung. Da muss ich erstmal gucken, was ich wie machen kann und so. Aber das ist cool. Gemütlicher schwarzer Kapuzenpulli. Ja, den würde ich gerne anziehen. Wir müssen sowieso zum Haus. Sehr geil. Hm, hier habe ich mir erstmal eine Abkürzung gemacht. So, Moment. Er steht... Ich dachte, er wäre schon oben. Jetzt ist er doch eben rausgekommen, oder nicht? Brauche ich jetzt noch... Moment. Finde die Angelrute auf der Wiese. Das ist der Hauptplatz. Achso, die Wiese ist da unten. Wo auch Goofy ist. Gut, dann machen wir jetzt erstmal. Das können wir ernten. Ach, jetzt habe ich es falsch gemacht. Nein, jetzt können wir das nicht ernten, ne? Hm. Das ist doof. Ich wollte doch, obwohl andererseits, ich kann doch theoretisch jetzt. Hehe. wo kommt das denn jetzt wieder her? Das war vorher nicht da.
So, Moment, dann graben wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen was zurecht. Zumindest so ein kleines Plätzchen, so mit neuen Dingern oder so. Ach, man kriegt nicht immer vielleicht, aber man kriegt oft was, wenn. Oder? Nee, das ist Erde. Ach so. Okay, Moment. Also, wir machen jetzt hier erstmal. Ich wollte da eigentlich. Hallo? Da, genau. Da wollte ich jetzt die Karotten. So, da auch. Und hier wollte ich jetzt anfangen. Ach, ich kann das halten. Moment. Ach so, das war Q, was ich gedrückt habe. E halten mehrmals pflanzen. Nö, nicht wirklich. Ja, E halten. Nein, auch da wollte ich es jetzt gerade eigentlich nicht reinmachen. Aber okay. Na gut, ich meine, ich muss ja noch ein bisschen üben. Ist ja alles in Ordnung. Ach so, wenn ich gieße. Dein Ernst? Wenn ich gieße, muss ich auch. Verbrauche ich auch Ausdauer. Aber ihr seht oben links, also es geht sehr schnell, wenn ich ins Haus reingehe, dass ich dann tatsächlich die Ausdauer wieder habe. Synchronisation in Echtzeit. Das Spiel ist jetzt mit deiner Zeit synchronisiert. Mit der Zeit wechselt es von Tag zu Nacht. Okay, Charaktere folgen ihren eigenen Zeitplan, also achte darauf. Das finde ich wieder doof gemacht. Komm jeden Tag wieder, um neue Dinge zu entdecken. Ja. So. Ich finde es toll, dass du hier bist, liebes Eichhörnchen. Aber ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen gucken. So, wir müssen vor allen Dingen. Ach so, Moment, wir haben ja jetzt eine Spitzhacke. Nee, das war nicht die Spitzhacke. Fünf war die Spitzhacke. Man muss erstmal den Dreh raus haben hier. So, jetzt sind da aber so hässliche. Ah nee, die gehen weg. Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt sind da so hässliche Flecken. Aber die gehen weg. Das ist gut. So. Hier hinten machen wir uns auch mal kurz den Weg noch frei. Zack. Ich weiß ja nicht, wofür wir das alles noch gebrauchen können. Ach ja, genau. Ich hoffe, wir haben Platz, dass wir das nicht alles reinmachen müssen. Das habe ich nämlich jetzt auch gemacht. Ich habe mir jetzt einen Counter angelegt. Danke. Und ich glaube, ich habe es eingefordert. Ja. Neue Möbel. Okay. So, perfekt. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Steine zerbrechen. Mit etwas Fantasie kann man aus einem Stein ein Kunstwerk machen. Ja, aber ich würde sagen, Klumpen Erde, perfekt für die Gartenarbeit. Die tun wir aber erstmal weg, die Sachen. Säuerliche Beere. Die Sachen, denke ich mal, können wir alle hier lassen. Dieses Lager ist voll. Ach so, ich dachte, das wäre hier alles. Dann nehme ich mal die Steine mit, weil wir die ja unterwegs, denke ich mal, öfter noch bekommen. Das können wir hier lassen. Die Erde. Das ist doof. Das ist wirklich doof. Das. Ah ne, das ist eine andere. Okay. Ja, dann müssten wir tatsächlich relativ zügig gucken, dass wir was machen können, was unser Inventar vergrößert. Kommen jetzt eigentlich nur Steine raus. Ich hoffe, dass die jetzt nicht. Ich denke immer, dass da vielleicht noch was anderes außer Steine rauskommt. Oh, das kann man mehrmals machen. Ah, ein Edelstein. Okay. Und was bist du? Du bist wahrscheinlich dann Kohle, oder? Ja. Ja, sehr geil. Um das Haus warm zu halten, wahrscheinlich, damit das nicht anfängt zu schimmeln oder so von innen. Können wir da eigentlich rein? Ja. Oh. Hallo, Miki. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Oh Gott, den muss ich jetzt synchronisieren. Gameplayerin! Oh, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Mickey Maus, ich bin auch froh, dich zu sehen. Nee, eigentlich nicht. Brauchst du Hilfe? Nee, okay, wir sagen mal, ich bin froh, dich zu sehen. Ich habe dich mit Merlin reden gesehen und wollte dir etwas bringen. Aber ich weiß nicht mehr was. Es muss an diesen Nachtdornen liegen. Und am Vergessen.
Meine Güte, diese Nachtdornen sind ein Albtraum. Ich habe alles versucht und nichts funktioniert. Macht nichts. Neue Aufgabe. Finde schnell neue... Achso, ja, das ist klar. Du hast sie verpasst, bla bla bla. Das haben wir ja eigentlich... Moment, ich mache mal eben das Ding weg. Das sieht so komisch aus. Mikis Erinnerung. Ja, eigentlich wollte ich das ja gar nicht machen. Aber ich entferne hier schon mal die Dinger hier drin. So. Oh, was ist das? Untersuche die Erinnerung mit E. Ah, Ratatouille. Sehr schön. Na, lass mich da hin. Das öffnen wir dann auch direkt, weil wir müssen ja ein bisschen Platz frei machen. Schwarzer Mini-Rucksack. Och, wieso Mini? Mickey Maus und Mini, da konnte ich irgendwie nie was mit anfangen. Glänzender Granat. Ein seltenes rotes Material, das abgebaut werden kann. Können wir teuer verkaufen? Ich habe mir aber sagen lassen, die schlimmsten Fehler, die man machen kann, sind die ganzen Edelsteine zu verkaufen. Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir das jetzt machen sollen. Ist das noch eine Erinnerung? Frag Mickey über seine Erinnerung. Ja. Macht gute Miene zum bösen Spiel, aber ich merke trotzdem, dass er vollkommen untröstlich ist. Mini war seine bessere Hälfte. Jetzt, wo sie verschwunden ist, weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, bis nichts passiert anscheinend. Okay, mein Problem ist jetzt, ich möchte jetzt nicht die Aufgabe mit Mickey annehmen. Ich möchte das so ein bisschen nach und nach machen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal ganz schnell raus. So, jetzt ist der aber irgendwie da drin. Ich will aktive Aufgabe. Kann man das? Ja. Ich will nämlich erstmal die Angelrute noch holen. Das können wir noch eben ernten hier. Hat der mich jetzt gerade erschreckt? Hallo? Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt hier irgendwie unendlich oder was? Das können wir nochmal eben ausbuddeln. Was ist denn da drin? Okay. So, mit dir spreche ich später. Guck mal, von mir ist auch aufheben. Ich weiß nicht, wofür wir die Sachen noch brauchen werden. Das ist das Problem. So, natürlich hängt dann hier direkt was im Weg rum. Ich will immer links drücken. Ich weiß nicht, warum. So. Na? Dann haben wir jetzt zumindest schon mal ein bisschen den Weg freigeräumt. Da hinten ist noch eine Truhe. Ich glaube, von der Seite müssen wir da ran. So, na, geh da durch. Los. So, was haben wir denn da drin? Graues Klauenoberteil. Wieso heißt das Ding Klauenoberteil? Keine Ahnung, aber egal. Haben wir weiße Blumen eigentlich schon? Haben wir anscheinend noch nicht gehabt. Sehr schön. Da können wir auch wieder betreten. Ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, weil ich ein bisschen die Sorge habe, dass wir dann hier irgendwas Neues triggern. Und ich möchte das schon alles, neues Herstellungsrezept, sehr schön, schon alles so nacheinander machen. Die hatte ich schon, okay. Gut, die können wir mitnehmen. Was ist hiermit? Den können wir vielleicht... Oh Gott, das ist alles so viel auf einmal gerade. Aber ich darf natürlich auch nicht vergessen, wir sind ja jetzt eigentlich hier. Das kann man... Ach, das sind Bananen. Cool. Was ist das? Sieht aus wie... Angel. Ah. Da hinten ist noch eine Truhe. Kommen wir da durch? Na? Wir müssen ja jetzt hier so ein bisschen, ne, die Gegend erkunden auch. Auf der Suche nach der Angel. Eine Angelstelle habe ich zumindest schon mal gefunden. Rot-weiße Turnschuhe, beziehungsweise weiß-rot. So. Dann. Angelstelle haben wir. Wir haben nur noch keine Angel. Ach, lauf doch ein bisschen weiter. Also das hier werde ich... Oh. Das werde ich auf jeden Fall alles freiräumen. Allerdings werde ich das offline machen, wie gesagt. Da muss ich halt ganz fleißig dann sein. Da war eine Truhe drunter, wie geil. Mit 115, das ist nicht schlecht.
So, ich weiß. Oh. Interagieren mit nichts. Ich kann damit nicht interagieren. Was ist mit dir? Nein, ich habe gleich keine Ausdauer mehr. Kann ich. Brauche ich Ausdauer zum Aufheben? Anscheinend auch, ja. Achso, ich kann mich nicht bewegen. Die Wiese ist ein schöner und freundlicher Ort mit sanftem Gras und einer angenehmen Brise. Perfekt für einen Picknick oder einen Spaziergang. Wieso? Achso, das sind Tagebücher des Herrschers. Okay. Okay, da haben wir noch mal was. Ich muss nur aufpassen, auch mit dem Platz. Ich kann ja jetzt bei uns auch nichts. Rote Röhrenjeans auch noch. Ugh. Okay, dann mal ich lieber die mit leichten Schlag an. Schlag ist immer cool, das sieht gut aus. So, hier hinten ist nichts mehr in der Ecke. Ich finde es nur schade, dass man nicht sprinten kann. Das wäre ganz cool gewesen. Die Angel! Moment. Ja! Angel-Expedition. Das ist eine Aufgabe mit Goofy. Ich will aber gar keine Aufgabe mit Goofy. Ich will doch einfach nur... Moment, wie viel haben wir denn jetzt hier? Die herrschenden Geräte? Hä? Nee, Moment. Finde die Angelroute auf der Wiese. Die habe ich doch gerade gefunden. Nicht? Hä? Was ist das denn jetzt? Ich habe doch gerade eine Angelroute bekommen. Jetzt verstehe ich in der Tat überhaupt nichts mehr. Ach ja, natürlich. Jetzt können wir wieder nichts mehr. Obwohl, doch, Moment, wir haben doch unsere Äpfel. Essen bringt wahrscheinlich nicht viel, ne? Ja, so ein bisschen. Reicht aber noch, um das Ding hier abzuarbeiten, hoffe ich doch mal. So, da ist nämlich ein Diamant drin. Kohle ist nicht unbedingt so wichtig. Das kann ich auch... Och. Miki, musst du mich so erschrecken? Ernsthaft. So. Ja, ich weiß. Ich finde dich auch total süß, kleines Eichhörnchen. Benutzen. Was ist das denn? Herstellungsrezepte. Truhe. Ich brauche 25 weiches Holz. Stein habe ich genug, um eine Truhe herzustellen. Sehr geil. Dann haben wir natürlich was mehr Platz. Dreamlight. Da brauche ich Traumscherben für. Die Möbel, die kann ich mir hier herstellen. Spalierbogen. Swimmingpool sogar. Nobel, nobel. Rustikale Holzkiste. Ist die Frage, ob man da was reintun kann. Ne? Zaun und Pflasterung. Unheilvolle Kopfstein. Kopfsteinpflaster. Oh. Da brauche ich Stein und Erde für. Und da brauche ich nur Steine für. Weißer Bambuszaun. Weißer Lattenzaun. Ja, cool. Da haben wir doch schon wieder was gelernt hier. Das mache ich mir schon mal frei. So. Nein, nein. Oh, ich habe nicht E gedrückt. Nein, Goofy. Ich will jetzt nicht... Das Problem ist, ich weiß jetzt natürlich nicht... Moment, Angelexpedition. Du hast eine kaputte Angelroute gefunden. Finde der Person, die sie gehört. Finde die verlorene Glücksangel auf der Wiese. Moment. Aber da kriege ich keine Angel dann, wenn ich fertig bin, oder? Finde die Angelroute auf der Wiese. Vielleicht müssen wir das als erstes machen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Vielleicht sollten wir doch die Sache mit Goofy erstmal machen. Was ist denn hier drin? Okay. Keine Ahnung, was das war, aber ich habe gerade irgendwas geklaut. Möchtest du diese weitergeben? Ja. Hey, du! Hui, jemand Neues. Du bist doch kein unheimlicher Fremder, oder? Du bist nur ein Freund, den ich noch nicht getroffen habe, richtig? Natürlich bin ich ein Freund. Puh, das ist beruhigend. Es ist wirklich lange her, dass ich jemand anderen zu Gesicht bekommen habe. Seit sich der Himmel verdunkelt hat und die Nachtdornen gekommen sind, warte ich darauf, dass jemand vorbeikommt. Aber jetzt bist du ja hier. Wir werden gute Freunde sein. Ich weiß es einfach. Wenn das nicht zu aufdringlich ist. Haha.
Es gibt so viel, was ich dir zeigen möchte. Das ist mein Stand. Wir müssen ihn allerdings erst etwas aufräumen. Oh, wir können auch angeln gehen. Natürlich muss ich erst meine Glücksangel finden. Immer mit der Ruhe, Goofy. Ich habe deine Angel schon gefunden. Es gibt nur ein Problem. Sie scheint kaputt zu sein. Bitteschön. Danke, Gameplayerin. Jetzt lass mich mal sehen. Ah, sie war nur mit Algen verheddert. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Jetzt, wo ich meine Glücksangel wieder habe, gebe ich dir diese, die ich nach dem Vergessen gefunden habe, damit wir zusammen angeln können. Ich glaube, sie gehörte unserer alten Herrscherin. Hey, sieh mal, sie scheint dich zu mögen. Weil ich so magisch bin. Gut, angeln kann ich bestimmt nicht, aber... Das muss es sein. Du scheinst wirklich magisch zu sein. Hier, bitte sehr. Sie gehört dir. Oh, die Synchronisation, wenn man weiß, wie die normalerweise redet, ist ja schlimm. Hier, noch ein cooler Hut, damit du wie ein richtiger Angler aussiehst. Das ist wirklich ein Angelhut. Was hältst du von dem Hut? Ziemlich schick, oder? Ja. Ja, er ist wirklich schick. Man muss ja nicht immer die Wahrheit sagen, ne? Wenn man jemanden verletzen möchte. Ja, das ist er. Vielleicht sollte ich meine eigene Goofwear-Modelinie gründen. Ich könnte Onkel Dagobert ein wenig Konkurrenz machen. Also gut, ich zeige dir, wie deine neue Angel benutzen kannst. Indem sie um mich rumfliegt. Angelroute freigeschaltet. Sehr schön. Also mussten wir doch erstmal Goofy machen. Okay. Besuche täglich Dagoberts Laden und erhöhe das Freundschaftslevel mit deinen Nachbarn, um neue Gegenstände freizuschalten. Okay. Öffne das Kleidungsmenü im Inventar oder drücke V. Okay, das schreibe ich mir auch mal auf. V-Kleidung. Wobei ich jetzt nicht weiß, was die Kleidung jetzt damit zu tun hat, aber egal. Wähle eine Kleidung, um das Aussehen deines Charakters anzupassen. Okay. Angelroute haben wir jetzt auch. Die ist auf der 4. Drücken wir mal V. Also, dann hat man hier diese Garderobe, neuer Gegenstand. Dann kommt man hier rein. Okay. Gut zu wissen. Ach, das war das Feuer. Ich dachte gerade schon, der Boden brennt. Geh mal weg da. Ja. Ach so. Jetzt. Freue mich, Goofy zu besuchen. Er hat immer ein freundliches Wort und so alberne Ideen. Aber er meint es gut. Und wenn er lacht, muss ich auch immer lächeln. Gut, hier ist auch noch eine Truhe, sehe ich gerade. Mit Klamotten. Ach so, das kann man öffnen. Rezeptbuch. Ein Buch, das ein Rezept enthält. Ah! Sehr geil. Wir haben schon wieder zig Rezepte und alles gelernt. Das ist mir ehrlich gesagt gerade etwas viel. Also das jetzt alles durchzugucken. So, das benutzen wir mal eben. Eine coole, sportliche, rote Sonnenbrille. Naja, über cool lässt sich jetzt streiten, aber wir haben eine Sonnenbrille bekommen. Geh doch da raus. So. Hier muss ich jetzt eh drücken zum Verlassen, aber reingehen kann ich auch so. So, eigentlich will ich das mit dir gar nicht machen, aber er kann mir das mal kurz beibringen mit dem Angeln. Das geht hoffentlich schnell. So, halte Space gedrückt, um die Leine auszuwerfen. Ziele auf die Wellen, um sicherzugehen, dass du etwas fängst. Drücke jedes Mal schnell die linke Maustaste, wenn der Kreis grün wird. Okay, ach du Scheiße. Das klingt so kompliziert. Moment, das war die 4, ne? Oh, dein Ernst jetzt. Jetzt will man einmal kurz was machen. Da habe ich so viel von. So. Also. Nein. Drehst du dich auch da hinten um? So. So. Nein. Du sollst da hingehen. Du sollst da hinzielen. Ist das neu? Leider nicht. Die linke Maustaste muss ich machen, oder? Oder was die rechte? So, je länger man... verstehe. Also mit Space ist das gar nicht, sondern man... Ja, es ist... Schön, dich zu sehen. Dich habe ich gar nicht angesprochen, aber danke. Wie angle ich? Entschuldige, ich kann jetzt nicht reden. Wenn du nicht hier im Weg stehen würdest, könnte ich es mal probieren.
Warum dreht die sich nicht zum Wasser? So. Also ein bisschen sehr davor. Ich weiß jetzt schon, dass ich das Angeln hassen werde. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass ich jetzt... Mitten im Angeln habe ich keine Energie mehr. Ernsthaft? So, jetzt bin ich mittendrin. Ich habe jetzt links gedrückt, so wie sie es gesagt haben. Und jetzt wieder keine... Ey, das ist... Ganz ehrlich, es macht doch keinen Spaß... Ach, du sollst nicht weggehen? Ich wollte das hier ernten. Es macht doch keinen Spaß, wenn man noch nicht mal einmal das ausprobieren kann. Weil dann die ganze Energie wieder weg ist. Das ist doch doof. Ich sag ja, ich... Angeln und ich, das ist irgendwie was... Wir haben uns noch nie gemocht. Unterhaltsame Rivalität in letzter Zeit. Dagobert kann beim besten Willen nicht herausfinden, warum Goofys Verkaufsstand mehr Profit macht. Goofy hat angefangen zu versuchen zu helfen. Und das ist genauso lustig, wie Goofys Hilfe immer ist. Okay. Aber zum Thema Angeln wollte ich noch sagen... Wo sind wir jetzt eigentlich? Moment, hier unten. Wir wollten ja noch mit dem Zauberer kurz reden. Zum Thema Angeln kann ich nur sagen, ich habe da was mir sagen lassen, nämlich, dass die Fische, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, die Fische alle 6 Minuten wohl neu spawnen. Heißt mit anderen Worten, dass dann wohl immer wieder ein neuer Fisch kommt, so wie ich es verstanden habe. Wenn ich es richtig verstanden habe. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Oh, ansehen. Ernte 3 Früchte. Ach so. Aha. Moment, sammeln. Zack. Zack. Bergbau. Zack. Und das ist jetzt quasi... Ja, da komme ich dann hier wieder rein. Moment, Sammlung. Ja, da kann ich aber nichts mit freischalten. Okay. Gut, dann machen wir jetzt noch eben zum Schluss die Sache... Ich wollte gerade sagen, kann man das nehmen? Die Sache mit Merlin. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Gameplayerin, das ist das Traumschloss. Es birgt viele Geheimnisse, Antworten. Oh, verflixt und zugenäht. Ich kann mich nicht erinnern, was darin ist. Ich wette, dass wir im Schloss den Schlüssel zur Rettung des Tals finden. Ganz genau. Das Schloss ist voller Geheimnisse und Wunder. Wenn wir Dreamlight Valley wieder zu seinem alten Glanz verhelfen wollen, müssen wir ins Innere gelangen. Ja, dann lass uns reingehen. Leichter gesagt als getan, Gameplayerin. Die Nachtdornen, die das Traumschloss umhüllen, sind alles andere als... sind anders als die, mit denen du bisher zu tun hattest. Sie sind stärker und benötigen mehr von deiner Magie, um sie zu besiegen. Folge mir. Es gibt noch viel, was ich dir zeigen will. Danke, okay. Sehr freundlich von dir. Ja, kein Thema. Ich habe zwar keine Ahnung, worum es geht, aber... Und nun? Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ja, dann red doch mal. Alles im Dreamlight Valley besteht aus, nun ja, Dreamlight. Mm. Es ist das Glitzern, das man über allem und jeden sieht, sogar bei einem Zauberer wie mir. Stimmt, der hat da Glitzer drüber. Doch das Dreamlight wurde immer seltener, je mehr sich das Vergessen über das Tal legte. Aber seit du da bist, ist der Zauber wieder da. Die Magie ist mit mir verbunden. Ich muss sie weise einsetzen. Solange du diesen Wunsch in deinem Herzen trägst, brauchst du nichts zu fürchten. Die Dreamlight-Magie wird durch Taten der Freundschaft, Liebe und Fürsorge stärker. Einfache Taten wie das Entfernen von Nachtdornen oder das Schließen einer Freundschaft mit mir. Wenn du in den Brunnen schaust, entdeckst du die verschiedenen Aufgaben, mit denen du mehr Dreamlight erschaffen kannst. Ach, Dreamlight ist dann dieses rosa Glitzernde. Ah. Jetzt, da du bereits alle herrschaftlichen Geräte gefunden hast, reagiert der Wunschbrunnen auf deine neu gewonnenen Kräfte. Aber wir sollten einfach anfangen. Sieh in den Brunnen, um herauszufinden, was das Tal braucht. Selbst die einfachsten Aufgaben zu erledigen, wird große Veränderungen mit sich bringen und dazu beitragen, das Vergessen zu beenden. Solange sie im Geiste der Liebe, der Fürsorge und der Freundschaft getan werden. Wenn du dann genug Dreamlight gesammelt hast, um die lästigen Nachtdornen aus ihrem Schloss zu entfernen, komm zu mir. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Dreamlight-Pflichten sind kurze Aufgaben im Tal.
Wenn du es geschafft hast, erhältst du Dreamlight über das Dreamlight-Menü. Öffne es mit U. Ah, okay. Moment, U schreibe ich mal auf als direktes. Dreamlight. Das ist ja immer mal ganz gut zu wissen. Okay. Kann man eigentlich mit E? Nee, kann man nicht. Muss man mit der Maus draufklicken. Okay. Also, sei im Tal aktiv. Ja, das sind wir ja sowieso. Erhalte Dreamlight aus dem Menü. Entferne die Nachtdornen vom Eingang des Schlosses und anderen Teilen des Tals. Das heißt, dass wir dann erstmal gucken sollten, bevor wir irgendwelche anderen Bereiche freischalten, wie viel wir hierfür brauchen. Wir brauchen gar nichts. Moment. War das, ne? Wir haben 550. Die herrschaftlichen Geräte. Ah, ich muss doch nochmal mit Merlin sprechen. Was ist jetzt los? Merlin, altes Haus. Warum bist du denn abgehauen? Wenn wir noch was zu besprechen haben. Hallo? Aufwachen! Was? Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Himmel, du hast die Spitzhacke aus dem Stein gezogen. Oh, und sieh. Jetzt, wo die verzauberte Spitzhacke wieder in den Händen einer würdigen Person ist, die verdammte Dunkelheit, die über das Tal lag, ist endlich verschwunden. Nenn mich Heldin des Dreamlight Valleys. Nein, ich fürchte, man kann nicht einfach entscheiden, ob man ein Held ist. Das ist ein Titel, der einem von seinesgleichen verliehen werden muss. Aber ich weiß, dass du hier viele große Taten vollbringen und dich als würdig erweisen wirst. Die herrschaftlichen Geräte werden dir dabei helfen. Die Spitzhacke kann nur von jemandem geführt werden, der würdig ist, und das bist du ganz sicher. In deinen Händen spaltet sie Felsen in nur einem Schwung. Die Gießkanne muss nie nachgefüllt werden. Sie beschleunigt... Achso, die war am Glitzern auch, ne? Das ist eine magische Gießkanne vor allen Dingen. Sie beschleunigt den Wachstumsprozess der Pflanzen und hält alles, was hier blüht, gesund. Die Angelrute braucht keinen Köder und verheddert sich nie. Mit ihr kannst du auf den Grund des tiefsten Meeres und des seichtesten Teiches fischen. Ah. Fischen ja, aber ob ich dann auch was dran bekomme, ist die andere Sache. Was die Schaufel betrifft. Naja, es ist nur eine Schaufel. Aber eine sehr gute. Du brauchst sie für die Gartenarbeit und zum Auffinden von Gegenständen, die im Boden des Tals versteckt sind. Ich hoffe, du bist bereit, denn es ist dein Schicksal, große Veränderungen in Dreamlight Valley zu bringen. Ich mag das Tal, wie es ist. Ja, genau, vor allem mit den ganzen Dornen, ne? Was für eine Veränderung? Das liegt komplett in deiner Hand. Du hast deine Reise bereits angetreten. Deinetwegen erinnere ich mich daran, wie Dreamlight Valley einmal war. Und wie es in Zukunft sein kann. Ist das gerade gewachsen hier? Zumindest hat es gerade gezuckt. Wir haben so viel verloren, weißt du. Nicht nur Erinnerungen und Werkzeuge, sondern auch Magie und Freundschaft. Diejenigen von uns, die geblieben sind, als das Vergessen begann, sind verstreut. Und einige sind sogar gefangen. Du solltest wirklich das Tal erkunden, Gameplayerin. Es gibt hier noch Dorfbewohner, die deine Hilfe brauchen. Jetzt ab mit dir. Finde sie. Schnell. Meisterhaft. Oh, sieht so cool aus. Warum hat der jetzt so süße Dings gehabt gerade? Das Traumschloss. So. Sammle Dreamlights und das Schloss zu. 2000 brauchen wir. Ah, da steht's drin. Okay, aktive Aufgabe. Das möchte ich gerne mal. Schließe Dreamlight-Pflichten ab. 3 Stück. Kann man das anklicken? Nee, ne? Dreamlight-Pflichten. Also das ist quasi ab jetzt, denke ich mir mal, sollen wir nochmal 3-mal was machen. Okay. Ja, das können wir natürlich gerne machen. Das muss ich erstmal wieder überlegen, was hier eigentlich was ist. Nee, das war 5, die Spitzhacke, ne? Och, jetzt geht das wieder los. Das geht mir so auf den Sack mit dieser Ausdauer. Ach nee, ich kann dann ja auch keinen... Nichts ernten und nichts. Oh. Nutze das Lager deines Hauses als zweites Inventar. Ja, toll, das ist ja schon total voll. Kann ich nichts nutzen hier. Ich kann höchstens die Sachen. Die sind alle nicht drin. Okay. Hab ich da noch irgendwas? Kohle kann ich noch reintun. Okay. Ich würde aber mal sagen, dass ich die Erde reintue und dann die Blumen da rein tue. So.
Ich weiß auch nicht, kann ich das jetzt einfach so verkaufen? Kann ich hier eigentlich was machen? Nee, das ist ein alter, ausgeranzter Kühlschrank. Hier kann ich vermutlich auch nichts herstellen. Nee, das muss ich dann tatsächlich an dieser Werkbank machen. Wir müssten aber eigentlich halten, mehrmals ernten. Ach, dann geht der... Ah, jetzt verstehe ich. Okay. Samenpflanzen. Nehmen wir die. Jetzt hat er es genau falsch rum gemacht. Okay. Aber ist nicht schlimm. Mann. Nein, lass doch mal los. Wieso macht er einfach weiter? Wieso kann ich jetzt kein Weizen machen? Ich habe Weizen geerntet. Ich habe nichts Neues mehr zum Anpflanzen, oder wie? Hm. Machen wir erstmal die Karotten. Das ist ja doof. Dreh dich um. So. So. Und so. Gut. Also, das heißt dann aber für uns, dass wir auf jeden Fall gucken müssen, dass wir irgendwo... Drei war die Schaufel. Oh Gott, das ist kompliziert zu behalten irgendwie. Okay, gereinigte Nachtscherbe. Da ist Holz. Ist das Holz immer so in der Nähe von diesen Bäumchen vielleicht? Ich weiß es nicht. Nein, fünf, komm. Ja, mach. Die Steine nehmen wir dann auch mal mit. Moment, hier waren wir ja... Hä, Moment. Den Durchgang habe ich doch schon mal freigeräumt. Heben wir das hier noch auf? Ja gut, ich würde dann erstmal sagen, dass ich hier noch so ein bisschen in der Gegend rumlaufe, ein paar Sachen erledige, ein paar Sachen hole, damit wir uns auch noch eine zweite Kiste machen können. Und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge anschauen werden. Da machen wir dann nochmal ein paar Quests und ja, mal sehen, was die Leute für uns haben, was wir noch erledigen können. Bis dann. Ciao.